Liebe Lego-Freunde, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Lange haben wir gewartet. Morgen ist es dann endlich soweit. Das UCS Republic Gunship mit der Setnummer 75309 wird offiziell von Lego vorgestellt werden. Heute hat Lego bereits ein erstes Teaserbild veröffentlicht. Das ist das, was ihr hier seht. Leider in schwarz-weiß, das heißt, allzu viel kann man nicht erkennen. Auf die Details gehen wir gleich nochmal ein. Morgen dann, wie gesagt, die Vorstellung. Der Release des Sets erfolgt dann am 1. August. 350 € wird das Ganze kosten und besteht aus 3292 Teilen. Dieses Video hier soll ein kleines Update dazu sein, was wir vom Gunship bisher schon wissen und was wir denn dann morgen erwarten können. Fangen wir erstmal ganz vorne an. Anfang 2020 gab es eine Abstimmung darüber, wo Lego die Community gefragt hat, welches neue UCS-Set man sich denn wünschen würde. Und man konnte dort sich entscheiden zwischen einem TIE Bomber, einer Nebulon B-Fregatte und eben den Republic Gunship. Und eben letzteres hat die Umfrage mit über 50% der abgegebenen Stimmen für sich entscheiden können. Dann war es erstmal eine lange Zeit ruhig, bis dann zum März 2021. Dort kam dann raus, wie das Gunship ungefähr größentechnisch aussehen wird. Mehrere Medien hatten da nämlich die Möglichkeit, mit Lego-Designern zu sprechen. Und da kam dann raus, dass die Cockpit-Sektion des Gunships mit zwei 10x6x3 Cockpit-Scheibenelementen dargestellt werden soll. Was ihr hier seht, ist ein Ausschnitt aus dem Video von Solid Brick Studios, der hatte das damals gezeigt, so ein bisschen nachgebaut auch, und er wird dann morgen auch auf dem offiziellen Lego YouTube-Kanal praktisch die Vorstellung hosten. Dort zu Gast sind dann die beiden Star Wars Designer Jens Kronwold Frederiksen, das ist der Chefdesigner, und Hans Burkhard Schlömer, der sich unter anderem für den letzten UCS Millennium Falcon verantwortlich zeichnet, und die drei werden dann dort ja so ein kleines Interview machen und auch das Schiff dann unboxen. Heißt es. Ich nehme mal an, das Schiff wird dann einfach vor Ihnen stehen und Sie werden dort so ein bisschen auf die Details eingehen. Wer lieber lesen statt Videos schauen möchte, dem sei schon mal verraten, um 15 Uhr wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch auf Promobrix ein entsprechender Vorstellungsartikel online gehen, aber auch natürlich hier auf dem YouTube-Kanal werde ich dann nochmal in aller Ausführlichkeit dann auf die offiziellen Bilder und Details des Gunships eingehen. Apropos offizielle Bilder und Details, was wissen wir denn schon über das Gunship? Auf der einen Seite, die Minifigurenauswahl wird ziemlich enttäuschend werden, allerdings wird das Teil riesengroß. Fangen wir erstmal an bei den Minifiguren. Bei der Umfrage gab es auch die Möglichkeit für die Teilnehmenden, dort ihre Minifigurenwünsche einzutragen, welche Figuren sie denn ganz gerne in diesem Set hatten. Und was wir so gehört haben, die Star Wars Hardcore-Fans haben sich ganz eindeutig eine Neuauflage des kultigen Jedi Bob, der war ja in der ersten Version des Gunships drin, so ein unbenannter Jedi, den dann die Community Bob genannt hat, den wollten sie haben auf der einen Seite und auf der anderen Seite endlich mal ein Phase 2 Commander Cody, den es ja auch nicht in dem Set, das dafür ja bestimmt war praktisch, im General Grievous Starfighter, dort war er ja auch leider nicht drin. Was Lego allerdings hier wohl verstanden hat, ist, dass die Community auf der einen Seite ein Jedi und auf der anderen Seite einen Klon haben möchte und ich glaube, hier wird es auch wieder einen großen Aufschrei geben. Wir bekommen nämlich, das ist auch schon seit ja, Anfang des Jahres bekannt, so laut Gerüchteküche, auf der einen Seite eine Mace Windu-Figur und auf der anderen Seite hieß es eigentlich ein Clone Captain mit roten Markierungen, aber es wird definitiv ein Clone Commander mit gelben Markierungen. Und diese Figurenauswahl basiert wohl auf einer wenige Sekunden dauernden Szene aus Angriff der Klonkrieger, als Mace Windu auf dem Schlachtfeld eintrifft und da spricht er dann mit seinem späteren Commander Ponce und ja, das Ganze dauert irgendwie 2 Sekunden und weil irgendwie ein Gunship im Hintergrund zu sehen ist, sind diese beiden Figuren jetzt im neuen UCS-Set drin. Ja, und ihr seht schon, mit der Klonarmee in diesem Set wird es natürlich nichts, aber kann man dann wenigstens diese beiden Figuren hier ins Gunship reinstellen?
Eher nein, weil nämlich das Gunship ist viel zu groß, hat einen anderen Maßstab als der für Minifiguren angebracht wäre. Und dementsprechend müsst ihr dann die beiden Minifiguren auf dem mitgelieferten schwarzen Standfuß präsentieren. Auf dem könnt ihr natürlich auch das Gunship stellen und das sieht dann so aus, als würde es fliegen. Das ist so ein bisschen angewinkelt, eigentlich ganz cool. Und eine Plakette ist hier, wie das bei UCS-Sets üblich ist, natürlich auch dabei. Dann kommen wir mal zur Größe des Gunships und manche wurden da ja schon hellhörig bei den ersten Interviews mit den Lego Star Wars Designern auf die Frage, nämlich wie groß das Gunship wird. Erteilten sie den Ratschlag, dass potenzielle Kaufinteressenten vielleicht auch einen neuen Couchtisch kaufen sollten. Also das Teil wird wirklich riesig werden. Um es mal in Zahlen zu sagen, eine Höhe hat es ungefähr von 30 cm, ich glaube auf dem Ständer dann, sonst wäre es wahrscheinlich ein bisschen zu groß. Länge etwa 70 cm und Flügelspannweite etwa 75 cm. Also wirklich ein Riesenteil, das sich auch mit dem UCS Millennium Falcon messen lassen kann. Genauere Zahlen dann morgen, wenn wir die offiziellen Fakten von Lego haben. Was wohl die meisten von euch freuen dürfte, ist, dass sowohl die beiden Cockpitscheiben als auch die, ja, ich sag mal, 8 Rundteile, die für die Geschütze an beiden Flügeln als auch die rausschwenkbaren Kugelgeschütze an der Seite. Diese Teile sind alle bedruckt. Falls ihr euch jetzt fragt, wo die Kugelgeschütze hier auf dem Bild sind, ich weiß nicht ganz, warum Lego sie hier nicht zeigt, aber auf jeden Fall, die sind vorhanden im Set, können allerdings nach hinten eingeklappt werden. Genauso lässt sich die Klappe am Heck des Schiffs öffnen, als auch die beiden Türen an den Seiten lassen sich ja aufschwenken. Sie sind ja nicht wirklich zu, weil dann immer noch eine Lücke ist, aber sie lassen sich auf jeden Fall auch bewegen. Und dann gibt es da noch eine Sache, auf die wir vielleicht auch schon mal eingehen können, was vielleicht manchen Leuten auch sauer aufstoßen wird, weil man hier irgendwie merkt, dass sich Lego dann doch nicht so ganz mit der Materie beschäftigt hat, was natürlich bei einem UCS-Set, wobei vielen Leuten wirklich das Herz dran hängt. Es ist nämlich so, dass wohl auf der Verpackung des Sets als auch auf der Anleitung dann nicht das republikanische Logo, sondern das sehr ähnliche imperiale Logo abgebildet sein soll. Ob es Lego vielleicht noch schafft, diesen Fehler dann bis zum Release im August zu verbessern, werden wir sehen, aber es scheint wohl eher nicht so. Aber zumindest auf dem Gunship, da ist ja auch ein Logo angebracht, wird es wohl das republikanische Logo sein. Also dieser Fehler beschränkt sich wohl einzig und allein auf die Verpackung und auf die Anleitung. So viel also erstmal zum neuen UCS Republic Gunship, zu diesem kleinen kurzen Update. Nähere Informationen dann wie gesagt morgen um 15 Uhr bei uns im Blog und auch auf YouTube, entweder bei uns auf dem Kanal, was sich natürlich begrüßen würde, wenn ihr hier das Video schaut, oder auch auf dem offiziellen Lego-Kanal, was ihr dann natürlich auch gucken könnt, wo es dann ein Interview mit den beiden Lego Star Wars Designern noch geben wird. Was sagt ihr denn zum UCS Republic Gunship? Lässt euch das eher kalt oder seid ihr doch Fans der Klonkriege? Schreibt es mir gerne unten als Kommentar unter das Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da, um keine zukünftigen Videos mehr zu verpassen. Schaut auch gerne mal bei Telegram und Instagram vorbei. Ich hoffe, wir sehen uns dann morgen beim neuen Video oder im Artikel dann in den Kommentaren. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen und hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin und tschüss.